Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch vorstellen Back to the Future, Back in Time. Ein kooperatives Würfelspiel rund um den Film Zurück in die Zukunft. Mit dabei DeLorean, Doc Brown, Marty, Lorraine und George und natürlich auch Biff. Was genau euch in der Schachtel erwartet, wie der Aufbau ist und wie ungefähr das Spiel funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Back in Time zu gewinnen, gibt es nur eine Möglichkeit. Der DeLorean muss zu Docs Haus, die fehlenden Teile in der Stadt eingesammelt werden und wenn er repariert ist, fährt er weiter zum Clock Tower, wo er pünktlich ankommt. Habt ihr das geschafft? Habt ihr gewonnen? Ist der Turn Tracker in der letzten Runde und ihr seid nicht am Clock Tower angekommen, habt ihr verloren. Ihr habt auch verloren, wenn das Foto von Marty und seinen Geschwistern vollständig verblasst ist. Zu Beginn jeder Runde seht ihr auf dem Turn-Tracker, was zu tun ist. Zieht eine Trouble-Karte, dort ist angegeben, wo der Trouble ist, welchen Effekt es gibt und was die Belohnung ist. Legt ihn auf den entsprechenden Ort. Zieht anschließend noch eine sogenannte Movement-Karte. Diese Karte verrät euch, wie George und Lorraine sich in dieser Runde bewegen. Gegen oder im Uhrzeigersinn. Ist zusätzlich noch ein Biff abgebildet, geht auch Biff immer in Richtung von Lorraine und George. Jeder Spieler startet mit 5 Startwürfeln. Zusätzliche Powerplättchen kann er im Laufe des Spiels noch gewinnen und diese dann auch nutzen. Sind Lorraine, George und mindestens ein Mitspieler am gleichen Ort, gibt es eine Love Challenge. Für jedes gewürfelte Herz geht auf dem Lavometer der Cube ein Feld nach vorne. Trifft ein Mitspieler auf Biff, kann er mithilfe dieser Mutsterne bzw. auch einem Blitz, was als Joker dient, K.O. gehen. Für jeden gewürfelten Blitz bzw. für jeden Stern gibt es ein solches Plättchen. Nur durch das Würfeln von Biffköpfen kann er wieder wach werden. Möchte man den DeLorean fortbewegen, muss man sich im gleichen Feld befinden und kann dann pro gewürfeltem Pfeil ein Feld nach vorne fahren. Wird Biff gewürfelt, bewegt er sich immer in Richtung von Lorraine. Das möchte man natürlich verhindern. Ist auf dem Turn-Tracker die Lavometer abgezeichnet, schaut man, wo sich der Cube gerade befindet. In den Feldern 0 bis 12 wird ein Feld umgedreht, befindet sich der Lavometer zwischen minus 1 und minus 4, werden sogar 2 Teile des Bildes umgedreht, nur wenn er sich in der Herzleiste befindet, dann passiert nichts. In jeder Runde kann jeder Spieler beliebig viele seiner Würfel benutzen. Entweder dreht er die Powerplättchen um, um sich bis zu 3 Felder weit zu bewegen, oder nutzt die darauf abgebildeten Würfel, um eine der eben vorgestellten Challenges zu machen. Die Würfel können auch genutzt werden, um die ausliegenden Opportunity-Karten zu bearbeiten. Man muss dafür das aufgedruckte Symbol erwürfeln und bekommt dann als Belohnung immer ein Powerplättchen und in einigen Fällen sogar noch ein nützliches Item, was man im Laufe des Spiels benutzen kann. Genauso geht es mit den Trouble-Karten und den fehlenden Ersatzteilen des DeLorean. Ja, da sind wir auch schon wieder beim Fazit zu Back in Time, das kooperative Würfelspiel zu den Filmen Zurück in die Zukunft. Ich von meiner Seite aus kann euch das Spiel wirklich empfehlen. Es besticht nicht nur durch diesen coolen kleinen DeLorean, der übers Spielfeld fährt, oder eben auch dem nervigen Biff, der immer überall seine Finger drin hat, oder auch das Foto, was tatsächlich verblasst, genau wie im Film. Es ist kooperativ, es ist Würfelspiel, das heißt, natürlich ist es glückslastig, man kann taktieren und man kann auch gemeinsam planen, ob es natürlich immer gut funktioniert. Das steht in den Sternen oder in dem Fall eben in der Zukunft. Wer auf jeden Fall gerne kooperativ spielt, wer auch gerne mal glückslastig ist und natürlich wer Fan dieser Filme ist, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.